Unser Predigtext heute steht im Johannesevangelium, Johannes 1, ab Vers 29. Das die Geschichte, wo Johannes der Täufer und Jesus sich begegnen. Damit Sie wissen, um was es geht, lese ich Ihnen den Text einfach vor. Johannes der Täufer sieht, wie Jesus zu ihm kommt und spricht. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Der ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt jemand, der mehr ist als ich, denn er ist vor mir gewesen. Ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen, um mit Wasser zu taufen, damit er Israel offenbart wird. Und Johannes legte Zeugnis ab. Ich sah, dass der Geist wie eine Taube vom Himmel herabkam und auf ihn blieb. Ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, um mit Wasser zu taufen, der sagte zu mir, auf wen du den Geist herabkommen und auf wen du ihn bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dass dieser Gottes Sohn ist. Liebe Gemeinde, es geht Ihnen wahrscheinlich so, wie mir auch. Bei jeder Geschichte von Johannes dem Täufer, da sehen Sie vor sich so eine Bildgeschichte. Für kleinere würde ich sagen, so ein Wimmelbild, mit Johannes dem Täufer am Jordan, ein Stück Bienenwabe in der Hand und sein grobes Gewand, die Pharisäer und Zöllner, eine große Schar, die ihm interessiert zuhört, die sich taufen lassen will. Und irgendwann kommt ein Fremder sozusagen den Hang herunter und lässt sich taufen. Und zur Überraschung aller öffnet sich der Himmel und Gottes Stimme ist zu hören. Sozusagen alles, was wir über die Taufe von Jesus wissen, in ein Bild hineingetan. Von jedem Evangelisten ein Stückchen weitere Zutat. Wir müssen jetzt aufpassen, dass dies für Johannes und sein Evangelium so nicht ganz zutrifft. Für den sind einige Sachen verblasst. Die Szene am Jordan, von der weiß kaum noch jemand. Dass es eine Taufe war für das kommende Gottesreich, ist auch verblasst. Es ist verblasst, dass es eine Taufe war zur Vergebung der Sünden und zur bereit zu sein, wenn Gott kommt. Die Erinnerung an den Jordan ist verblasst. Was wichtiger geworden ist für die, da ist, dass Johannes bezeugt und sagt, dieser ist Gottes Sohn. Nachdem ich mir das selbst klar gemacht hatte, dass ich aus den vielen Strängen, die in meinem Inneren, ja in meiner Erinnerung sind, dass ich da den rausziehen muss, der der Johannesstrang ist, und mir daraufhin meinen Predigtext noch einmal angesehen habe, da fiel mir etwas Ungewöhnliches auf. Das überhört und überliest man sonst sehr leicht. Nämlich, dass einige Teile dieses Textes und des ganzen ersten Kapitels von Johannes dazu teilweise in der Gegenwart geschrieben sind und teilweise in der Vergangenheit. Johannes der Täufer sieht, wie Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Er ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt jemand, der mehr ist als ich, denn er ist vor mir gewesen. Und
springt es auf einmal in die Vergangenheit. Ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen, um ihn Wasser zu taufen, damit er Israel offenbart wird. Und als ich diesen ersten Satz gelesen habe, Johannes der Täufer sieht, wie Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Da stellte ich mir selbst die Frage: Zu wem sagt er das? Und ich stellte fest, Johannes sieht gar keine Gruppe um Johannes den Täufer herum, sondern er sieht die Gemeinde. Er sieht die Leute, an die Johannes sein Evangelium schreibt. Und er sagt im Grunde: Ich, Johannes der Täufer, von Gott berufen, ich sage euch, dieser ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und da verwundert man sich erst einmal: Warum sagt ihr am Jordan, ehe irgendetwas passiert war, sagt, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt? Es muss für Johannes, den Evangelisten, unheimlich wichtig sein, von Jesus zu sagen, dieser ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und es muss auch für die Gemeinde unheimlich wichtig gewesen sein, dass sie von Jesus gesagt haben: Ja, dies ist das Lamm Gottes, das für uns die Last der Sünde trägt und weggenommen hat. Also eine viel stärker theologisch begründete oder gründende Aussage. Und ich habe mir überlegt, was bedeutet das eigentlich? Warum sagt ihr, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt? Und überlegte mir, für die Gemeinde muss das heißen, uns ist die Last der Sünde genommen. Wir haben jemanden, der unsere Last und die Last der Welt, das ganze Druck, der auf einem lastet, der das trägt und unwirksam macht. Also heißt das, dass wir, die wir zu der Gemeinde gehören, die wir zu Jesus gehören, etwas Besonderes haben, was die anderen nicht haben und was die anderen bei uns in Frage stellen. Merkte dann, wenn ich das so gelesen habe, dass die anderen ja erst davon überzeugt werden müssen, dass dies auch wirklich Gottes Sohn, das Lamm Gottes ist. Insofern hat diese Stelle eine doppelte Bedeutung, denn Johannes, der Täufer, wird immer wieder herangezogen, zu sagen, zu bezeugen und zu erklären: Ja, dieser ist es. Ich, Johannes der Täufer, von Gott berufen, zu taufen und hinzuweisen, ich erkläre euch, der Gemeinde, dieser, auf den ihr euer Glauben baut, ist wirklich der Richtige. Er ist Gottes Sohn. Insofern ist die Kritik, die von außen, vielleicht von den Juden damals, an euch herangetragen wird, ihr würdet euer Heil auf die falsche Person setzen, diese Kritik ist unwirksam. Ich, Johannes der Täufer, bezeuge es: Dies ist wahrlich der Richtige. Ich habe gesehen, wie der Geist Gottes auf ihn herabkam. Er ist das Lamm Gottes. Also
ein Text, der sich nicht so sehr an die damalige Zuhörerschaft am Jordan wendet, sondern direkt an die Gemeinde. Eine ziemliche Veränderung, denn der Text wendet sich ja dann auch an sie, an ihre Zweifel, an ihre Sorge, ob denn die Last der Sünden von uns genommen wird, ob wir mit Gott in einem neuen Leben stehen, ob dieses neue Leben über den Tod hinaus trägt, ob dieses neue Leben vor dem Tod trägt. Also alle die Fragen, mit denen wir uns laut oder leise befassen, die sind hier angesprochen. Johannes als Evangelist nimmt diesen Johannes, den Täufer am Jordan, als seinen Hauptzeugen. Und er lässt ihn, der Gemeinde damals, und ihnen hier sagen: Seht, das ist Gottes Lamm, das eure Sünde, eure Lebenslast und die ganze Last der Welt trägt. Er ist es, ich habe gesehen, wie der Geist auf ihn herabgekommen ist in Gestalt der Taube. Und ich bezeuge es für euch ein für allemal, euer Glaube ruht auf der richtigen Person, auf der richtigen Offenbarung. Das hat Gott euch selbst geschenkt. Eine kleine Anmerkung für die, die das gerne mal nachsehen wollen. Das ganze erste Kapitel vom Johannesevangelium ist durchzogen von solchen Nachrichten an die Gemeinde. Alle in der Gegenwart geschrieben. Und ich wollte sie Ihnen einfach mal kurz wie so eine primäre Botschaft vortragen. Weil das einfach Dinge sind, die unseren Glauben ausmachen sollen. Da steht dann für uns: Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Johannes gibt Zeugnis von Jesus und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der schon vor mir gewesen ist. Oder für uns in allen Auseinandersetzungen: Das Gesetz ist durch Mose gegeben, Gnade und Wahrheit ist durch Christus geworden. Und als Schlusssatz hieraus: Ich habe es gesehen und bezeuge es für euch, dieser ist Gottes Sohn. Für uns habe ich einen kleinen Nachtrag, auch aus dem Prolog hier, nämlich das spricht dann uns an. Alle, die ihn aufnahmen, die diesen Sohn Gottes, das Lamm Gottes in ihr Leben aufgenommen haben, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das geht in unsere Vergangenheit. Wir haben das getan. Wir haben ihn aufgenommen. Uns hat er die Macht gegeben, das Recht Gottes Kinder zu sein, weil wir an ihn und an seinen Namen glauben. Und so hören wir das Zeugnis von Johannes dem Täufer: Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und wir sagen: Ja, lieber Johannes, das glauben wir auch. Und darauf bauen wir unser Leben jetzt und in alle Zeit. Der Friede Gottes, größer als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.